Ja, Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Need for Speed Pro Street. Vorhin in der letzten Folge hatten wir ja ein Event angefangen auf dem Tokyo Docks. Ich glaube, das war, wo war das? Hier. Ich habe das eigentlich da gespeichert, aber warum auch immer hat mich diesmal dieses Spiel ins Hauptmenü geschmissen. Das heißt, wir müssen nochmal von vorne machen. Ich würde sagen, wir machen das auch direkt einfach jetzt. Wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Ich nehme beide Fahrzeuge mit. Ich habe an dem IS-350 nochmal am Setup ein bisschen was gemacht. In der Hoffnung, dass das vielleicht jetzt ein bisschen besser wird mit Drag. Was ich aber bezweifle. Okay. Wir probieren es nochmal. Mit dem 350. In der Hoffnung, dass es wirklich jetzt ein bisschen besser ist. Ich habe einfach den Boost und den Druck zum Start ein bisschen rausgenommen. Aber ich sehe schon, wir haben alle viel, viel mehr Leistung als wir, ne? Deswegen... Daran wird es wahrscheinlich eher liegen. Ich probiere jetzt ein Rennen zu machen. Wenn das nicht klappt, dann gehen wir direkt hier raus. So. Ah, das war noch nicht so gut. Aber ey, wir können es vielleicht schaffen. Ah, shit. Okay, war. Es ist aber schon ein bisschen besser. Der erste Gang, der verschluckt sich irgendwie nach dem Schalten. Ich sehe es vielleicht doch noch so ein bisschen als realistisch. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn wenigstens Dritter oder Vierter werden, das ist ja auch schon mal was. Sonst müssen wir halt wirklich Geld uns zusammenfahren. Scheiße, Fehlstart. Geht schon gut los. Ansonsten... Oh Gott, Alter, eine Supra ohne Motorhaube. Ansonsten habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht eine Mod nochmal anpasse. Ich wurde da darauf angesprochen, dass wir irgendwie gar kein Geld verdienen. Das liegt einfach daran, dass ich eine Mod habe, die Economy Mod, die zwar zwischen den Rennen kein Geld einverdienen lässt, aber... Scheiße. Ja, okay. 11-6, ja, aber trotzdem nicht gut. Ja, sechster Platz. Aber dafür dann halt bei bestimmten Events das 5, also 2 bis 5-fache oder 4-fache an Preisgeld. Deswegen, ja, ich gucke mir das nochmal ein, zwei Folgen an. Und wenn das echt nicht mit dem Geld hinhaut, dann werde ich die Mod nochmal anpassen. Komm, ich mache nochmal das Drift-Event. Ja, haben wir in der letzten Folge ja leider schon alles gesehen, aber gut, ich muss es nochmal machen. Dicke Sorry an dieser Stelle, aber ich musste halt da in der Folge schon unterbrechen. Komm, Junge. Kommst du, Junge? Jetzt muss ich erstmal wieder hier reinkommen. Boah. Das ist wie auf Eis dann. An dieser Stelle, wenn man da auf die Handbremse geht. Aber auch hier. Ey, ey. Junge. Das ist wirklich wie auf Eis teilweise. Man kann einfach nichts machen. Warum? Oh, okay. Ich verstehe. Wir müssen 1-6 irgendwie schlagen. Toll, jetzt habe ich so Druck, dass ich wahrscheinlich richtig reinscheißen werde. Das kenne ich ja sehr gut von mir. Kurve ist wirklich eklig, ey. Genauso wie die hier. Scheiße.
Kacke, Alter. Yo, jetzt macht er auch noch 1700. Was ist denn jetzt los, Alter, dass ich so am Reinwursten bin? Komm. Ich muss halt vielleicht nicht ganz so realistisch denken, sondern eher so in Schienen, wie das Spiel halt hier einem das Ganze vermittelt. Komm. Oh, 1970, komm, das muss jetzt der Sieg sein. Jawohl. Sehr gut. Ja, hier ist... Au, diesmal haben wir Geld bekommen. Okay, interessant, warum auch immer. Wir jetzt dafür Geld bekommen haben. Verstehe es nicht so ganz, was die Mod da an Preisgeldern raushaut. Aber egal. So, Grip hier, komm. Und unsere 240 SX. Ah, die sieht aber geil aus. Die sieht richtig lecker aus. Auch wenn wir, oh Gott, das leistungsschwächste Fahrzeug haben. Was macht denn der S3 dort, ey? Ich hab Tuchfühlung mit allen. Auch die Map, ich hab die so geliebt. Auch damals ein R-Faktor, als es dann die erste Mod gab, also wo die Map hier halt konvertiert worden ist zu anderen Spielen. Ein R-Faktor und das hätte Corsa so gerne hier rumgefahren. Ich mache mir da jetzt noch nicht so die Sorgen, dass ich da jetzt nicht vorbeikomme. Auf der Gerade spätestens. Was geht denn mit dem Clipser? Wo sind denn seine Vorderreifen? Das ist irgendwie verbuggt hier. Vor allem da hinten mit der Brücke, also da jetzt links und hinter uns da die Brücke, die zu dem japanischen Autobahnnetz führt. Daikoku unter anderem. Super geil. Hey, seid ihr verrückt, Jungs? Das sieht so geil aus. Das sieht richtig geil aus. Also, da kann mir jemand Geschmacksverirrung schreiben, wenn er das möchte, aber ich finde es sieht super geil aus. Hat einfach mal was. So ein Bodykit, Alter. In echt? Wäre gar nicht mal so verkehrt. Hat halt, wie gesagt, ein bisschen was von diesem Supermate Gentleman Bodykit. Daran erinnert mich das ein bisschen. Ja, komm, Alter, vom Ziel muss ich nochmal boosten. Jawoll. Ding, ding, ding. Null Geld. Streckenrekord gebrochen. Gewonnen. 2,5. Ah, siehste, haben wir hier wenigstens Geld bekommen. Und nochmal 2,5 auf die Hand. Du hast den Renntag gewonnen. Möchtest du weiterfahren oder um den Renntag zu dominieren und größere Belohnung zu bekommen, oder möchtest du den Renntag? Ja, ich will schon dominieren. Ich verstehe nicht, warum das manchmal so und manchmal so ist. Zeitfahren, beides das gleiche. Wir machen Shootout. Wir machen Shootout. Din, 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 din. Ist der Supra? So, mit dem leistungsschwächsten Fahrzeug muss ich jetzt zusehen, dass ich das schaffe. Ich bemühe mich zumindest.
7 Punkte verfehlt, Alter. Okay, das wird wahrscheinlich sehr knapp, wenn ich jetzt schon Probleme habe, an die anderen Zeiten ranzukommen von den anderen. Dann werde ich wahrscheinlich echt Probleme haben werden, das Ding hier überhaupt mitzunehmen. Ja, mal wenigstens einmal. Oh Gott, aufpassen, nicht umkippen. Jawohl, nochmal gebrochen. Scheiße, schon wieder um 3 Punkte, ey. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Oh Gott, ja, ich muss halt echt mal wieder mit der Steuerung hier klarkommen. Ich habe immer Schiss, dass das Fahrzeug nicht stark genug einlenkt und dann lenkt er doch. Jawohl, mein eigener Rekord nochmal gebrochen. Very nice. Nein! Oh mein Gott, das hat mich jetzt so viel Zeit gekostet. Ja, toll. Da habe ich mir den Boost sowas von schenken können eigentlich. So, hier in die Kurve muss ich jetzt irgendwie Scheiter nehmen, um wenigstens den zu schlagen. Um 5 Punkte, Alter. Ich werde immer langsamer. Geht doch gar nicht. Junge, wird immer schlechter. Auch wenn ich die hier schon überhole. Ach, Alter, wenn ich den jetzt nicht hole, den Sektor, dann haben wir verloren. Jawoll, Alter, so knapp gewonnen. Fucking unfassbar. Alter. Puh. Aber gut. Haben es gepackt. Da kommt eine Runde Zeitfahren noch. Oder was ist eine Runde? Ein Rennen Zeitfahren. Ist eigentlich das gleiche, nur halt, dass wir jetzt keinen Shootout machen, sondern einfach nur Zeitrennen. Wer die Bestzeit fährt. Wobei, ist das nicht ein anderes Layout? Ne, doch, das ist das gleiche Layout. Das ist das gleiche Layout. Das Handling vom Drift und zu den Drift-Fahrzeugen fühlt sich komplett anders an. Das ist so merkwürdig. Oder allgemein, das Fahrzeug fühlt sich halt auch ein bisschen anders an. Deswegen habe ich da mal so meine Schwierigkeiten, nach jedem Renn-Event wieder mit dem Fahrzeug klarzukommen. Das ist bei dem Spiel am allerkrassesten im Gegensatz zu allen anderen Spielen. Weil die Fahrphysik hier halt allgemein sehr eigenartig ist. Und dann auch noch zusätzlich die Motte, das wieder ein bisschen entschärft. Ja, wobei, nee, das ist ein bisschen anderes Layout hier. Das ist ein bisschen offener. Nein. Komm, Baby, zieh.
steht da vorne noch? Das ist der AE86, ne? Der Corolla. Ja, den krieg ich locker easy, guck mal. Jetzt nächste Kurve. Jetzt am Mainz. Vollgas durchballern, ey. Boah, Alter, 57. Und die haben 1 Minute 11 als Bestzeit. Krass. Schauen wir mal. So, komm, Baby, zieh. Das war jetzt ohne Nuss. Ah, fast hätte ich meinen Rekord wieder geschlagen. 57,11. Das ist krass. So, jetzt muss es aber Cash geben. Jawoll. Bremspaketstufe 1. Ne? Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber egal. Bäm, bäm, bäm. Bäm. So, was machen wir hier? Ebisu. Ja, Mann. Du darfst an diesen folgenden Wagentypen fehlen. Speed Challenge. Oh, schade, okay. Müssen wir uns wahrscheinlich noch ein Fahrzeug für Speed Challenge kaufen oder zusammen konfigurieren. Wo gibt's denn hier noch Speed Challenge Events? Sehe ich jetzt gar nicht irgendwie. Hier vielleicht. Ja, da. Okay, wir brauchen erstmal ein Speed Challenge Fahrzeug. Interessant. Dann gehen wir halt hier hin. Autopool ist 2. So. Wir haben einmal Drift. Und hoffen, dass wir das jetzt packen mit unserem Fahrzeug. Ja, manchmal bin ich gut, manchmal bin ich nicht so gut. Ist immer Tagesform abhängig. Oh Gott. Naja, immerhin dominieren wir. Oh, einfach mit 1000 Punkten drüber. Aber gut, vielleicht steigert die sich jetzt trotzdem auch nochmal ein bisschen. Ja, das ist schon besser. Aber hier kommt man irgendwie raus. Ich weiß nicht warum. Aber egal. Nochmal Punkte gemacht. Wow. Die haben mich um 100 Punkte gesteigert. Nicht um 200? Komm. Zieh, Baby. Zieh. Wenn ich ordentlich fahre, kriege ich nicht mal so viele Punkte, wie ich davor gekriegt habe. Ja klar, ein paar Punkte mehr, aber das krampfhafte Driften hat mehr Punkte gebracht.
Hier haben wir wieder 2000 bekommen. So. Little Mile Drag. Boah, ich würde lieber erstmal das hier machen. Das mit dem Drag, das. Ah, weiß ich nicht. Da bin ich mir echt unsicher mittlerweile. Was die Drag-Events angeht. Traurigerweise. Vor allem ist es keine halbe Meile. Das heißt, da müssen wir eh auf den Civic setzen. Naja, mal gucken. So, holen wir jetzt erstmal hier den Streckenrekord. Danach sehen wir weiter. Was geht denn hier ab? Jawohl, gleich beide überholt. Easy. Okay, die Kurve habe ich ganz vergessen. Aber die können wir mit dem Fahrzeug deutlich besser machen als mit dem Leihwagen, den wir hatten. In der letzten Folge mit dem GTO oder was das war. Die zweite Runde wird sowieso besser, weil wir dann... Oha! Weil wir ja diesmal schon fahren und davor sind wir, haben wir einen stehenden Start gemacht. Alles sehr gut aussieht. Oder so bleiben. Ob du hier bist und nicht. Gott, trotzdem noch weiter reinbremsen. Das gibt's ja nicht. Boost hebe ich mir auch für die letzte Runde. Aber 1,18 werde ich sowieso schlagen. Nicht schaffen. Erschaffen auch. Und wie weit hinten sind die denn? Ist einer ausgeschieden oder was? Ist hier nur... okay, die beiden kämpfen nebeneinander wahrscheinlich. Der Acura und der Audi. Ich glaube, die Runde wird jetzt aber ansonsten in anderen Sektoren nicht so gut werden. Solange ich 1:12:77 nochmal schlagen kann oder unterbieten kann, bin ich zufrieden. I Heart Drift. Aber 1,12 schaffe ich glaube ich gar nicht, ne. Sag ich ja. Die Sektoren waren nicht so gut für mich. Da habe ich gar nicht geguckt, ob wir Geld bekommen haben. Naja, 2,5. So, was nehme ich jetzt? Reifenpaket für den Civic. Wow. Ja, fortsetzen. Ich will dominieren. Wir brauchen Cash. Wollen wir es probieren, oder? Komm. Ich probiere es einmal, wenn ich direkt zu Beginn Probleme haben werde. Dann skippen wir das. Warte, da liegen super.
Naja. Echt? Das ist so kacke, dass ich... Wenn ich vom ersten in den zweiten schalte, dass das Ding sich so verschluckt. Ich habe schon runtergestellt, die Zeiten. Alter. Ah. Aber ich probiere es halt. Also ich sehe es schon als optimistisch, aber dass ich da am Start direkt... Vielleicht muss ich direkt zweimal schalten. So dumm das auch klingt, wenn das geht. Maximaler Grip. Na komm. Guck mal, am Ende sind wir dann so träge. 10,73. Was haben wir davor gehabt? Das gleiche. Also ich muss da auf jeden Fall vielleicht Übersetzung der Gänge. Aber ich weiß nicht. Ich bin echt eingeschlafen. Der ist über alle Berge, Alter. Der hat unter 10 Sekunden geschafft, der Pisser. 9,8, Alter. Ah, da wollen wir sowas von in die Tonne gehauen. Ja. Vielleicht muss ich doch wieder zurück auf das Original-Setup. Dann haben wir halt das hässliche Livery. Ja, aber dann ist es halt so. Komm. Warte mal. Ist das das richtige Rennen? Ja. Dann machen wir das noch mit. Das nimm mal mit. Das nimm mal. Two-step. So, lass mich mal hier vorbei, Freunde. Dankeschön. Das ist ja ganz schön enger Kurs hier. So ein bisschen, also eben gerade die Abschnitte sahen so ein bisschen aus wie so Kart-Abschnitte. Gibt mir auch voll die Kart-Vibes hier irgendwie. Oder ist das vielleicht ein Drift-Layout hier? Keine Ahnung. Läuft halt für Pro Street Verhältnisse alles sehr eng. Junge. Wenn ich nicht noch einen Totalschaden hier rausfahre, dann weiß ich auch nicht. Oh Gott. Alter, zweimal hat es mich schon hochgeschaukelt. Ich muss ein bisschen sauberer fahren. Ich dachte, hier kann ich viel cutten. Also kann ich bestimmt schon, aber ich muss trotzdem ein bisschen aufpassen. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Was ist denn das hier? Alter, da bin ich gerade in die falsche Pendelaktion reingekommen. Das Layout ist nichts für unser Fahrzeug, ehrlicherweise. Halt nicht für das Setup, was ich gerade fahre, vielleicht. Das trifft es eher.
Ja, holt schon mal den Champagner aus dem Kühlschrank, richtig. Damit ich nicht so lange warten muss. Wenn ich hier alles dominiert habe. Ach scheiße, zu spät gezündet, da habe ich gerade gepennt. Boah, okay. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt. Aber egal, dominiert ist dominiert. Nochmal 5000 auf die Hand. Renntag verlassen. Und das für eine Frage. Drake. Was ist das für ein Drake-Rennen? Kann ich das irgendwie sehen? Viertelmeile. So, wir gehen kurz zurück. Ich mache hier bei. Ich will einen anderen Blueprint aus. Pausen. Speed Challenge. 35.000 haben wir, ja. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir irgendwie dann noch irgendwie einen Blueprint rauskriegen. Speed Challenge, also ein Fahrzeug. Pause aktivieren, ja. Hier haben wir mehr Leistung, aber ja, keine Ahnung. Egal. Oh, was mache ich denn da? Ich bin komplett überfordert mit diesem Menü. Das ist so merkwürdig. Heck, Junge. Mal ist es Karrierekarte, mal ist Karriereübersicht. So. Das wird was. Diesmal muss es was werden hier. Komm, ich will das jetzt schaffen, Alter. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Dass wir so am Abkacken sind. Der hat vorne auch die Drake-Felgen drauf gehabt. Wahnsinns-Burnout. Naja. Komm, Baby, zieh! Was haben wir gefahren? Ach, Kacke, Alter. Ah, okay. Aber das mit dem zweiten Gang ist bei dem gerade tatsächlich echt sehr, sehr, sehr nervig teilweise. Ich glaube, das Fahrzeug ist halt eher schon doch wirklich für eine halbe Meile anstatt Viertelmeile. Dagegen Civic ist aber klar, dass wir das schaffen. Und der Civic kann ja hier auch nicht mithalten. Schon wieder 11:33 gefahren. Ey, 10:11 werde ich nicht schaffen. Das schaffe ich auf gar keinen Fall. Aber das sagt, dass wir auf jeden Fall an einem Drag-Fahrzeug arbeiten müssen. Der zieht uns sogar ab, Alter. Unglaublich. Sogar um 0,2 Sekunden meine Zeit verbessert, aber trotzdem nicht geschafft. Das Ding ist halt wirklich, glaube ich, für die Fahrt. Ja, egal. Ich wiederhole mich zum 50. Mal. Das ist ganz komisch, Alter. Die Farbe wechselt hier ganze Zeit. Na komm, dann fahren wir halt. Ein paar Rundkursrennen. Gruppenrennen. Um den Ireland. Ah, wir sind auf Monello, stimmt.
Warum haben wir kein Drift-Event? Hier wird auch sehr gerne gedriftet in Real Life. Wenn da nicht sogar die größten Events von Irland sind auf der Strecke hier. In Drift Games, glaube ich sogar, oder? Also ich meine, wir hatten, wo deren Gebäude angebrannt ist, überlegt, ob sie nicht auf das Gelände hier ziehen. Aber wollten sie irgendwie dann doch nicht. Oh Gott. Oder war es nicht auf der Strecke hier? Ich meine aber schon. Ich habe auch schon wieder ein bisschen her, wo ich das gesehen habe. Ey, warum fahre ich so weit raus? Das geht doch gar nicht. Auf der Kuppe brauche ich noch nicht bremsen unbedingt, aber auf der nächsten Kuppe, glaube ich, war es irgendwo, ne? Ja, voll. Da könnte ein Stück Reifen hochfliegen. War ich so schnell oder was, dass die Reifen hier fetzen? War hier auf der Kuppe. Vielleicht muss ich mal die Textur ersetzen mit FIFA 25 oder so. Damit das Spiel sich nicht ganz so alt anfühlt. Klar halte ich das durch. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Der Kommentator manchmal, was der für eine Kacke labert. Unglaublich. Soll ich das denn vermasseln? Was labert der? Der hat's, glaube ich, langsam echt. Ein bisschen langsam was gegen mich, der Kommentator. Das geht aber nicht. Frech. Und wieder kein Geld. So, Grip. Apex, bla bla bla. Laber mich nicht voll. Oh, wir sind sogar vorne. Alter, das Layout sieht so wild aus, Junge. Weg hier. Na gut, immerhin sind es aber auch nur zwei Runden dafür. Ist ja schon mal was. Ray Krieger Grip King. Ja. Habe ich einfach an gar keine Namen mehr großartig erinnern hier. Außer an Ryan Cooper. Also an uns selbst als Fahrer. Selbst an Rio konnte ich mich eine Zeit lang nicht erinnern, wie der Haupterzfeind hier im Spiel heißt. So.
Ab in die letzte Runde von diesem ganz merkwürdigen Layout hier. Doch, Junge, also wir müssen auf jeden Fall echt zusehen, dass wir Geld kriegen für Leistung, ey. Wir haben halt wirklich bei jedem Fall so arge Leistungsprobleme. Ich dachte schon, wir kommen jetzt wieder zu stark jetzt untersteuern. Aber zum Glück nicht. Gib alles, Junge, gib alles. Ich hab immer einen starken Eindruck, was ist denn das für eine Scheiße hier, was du laberst? Geh mit auf den Sünder mit deinen unnötigen Kommentaren. Gewonnen ist gewonnen, Junge. Richtungsanzeige. Naja, macht ja schon Sinn, ne? Motorstufe 2? Ah, weiß ich nicht, ob wir das schon haben. So, jetzt muss ich noch mal kurz lesen. Möchtest du weiter rennen, um den Teil zu trainieren und größere Belohnung zu bekommen? Oder möchtest du die Rente verlassen und die Karrierekarte zurückkehren? Ich weiß halt jetzt nicht, wenn ich jetzt hier verlasse, ob das als gewonnen zählt oder nicht. Ich glaube nicht, ne? Deswegen machen wir das noch. Komm, wir dominieren einfach. Ich glaube, das ist halt der Sinn und Zweck, dass wir dominieren. Und das Layout sieht ja jetzt gar nicht so wild aus. Deswegen, das könnten wir eigentlich rucki-zucki machen, selbst wenn es nur 3 Runden sind. Ja, es sind wirklich 3 Runden. Aber es ist halt wirklich kein aufwendiges Layout, zum Glück. Okay, da muss ich aber aufpassen, dass wir hier nicht ausgehebelt werden. Tja, das war's mit euren Bestzeiten. Die hab ich euch jetzt alle weggenommen. Auch wenn ich jetzt hier weit rausgekommen bin. Hey, weg, Junge, weg. Scheiße. Na, das habe ich gerade noch so retten können. Boah, der eine ist rausgeflogen, der Acura. Oh, das ist ein Honda hier im Spiel. Ich check's nur nicht. Und manchmal benutzen die Acura, manchmal Honda. Was Speed spielen. Das ist immer ganz merkwürdig. Wahrscheinlich, wenn sie von Honda die Lizenz nicht kriegen, dann nehmen sie einfach für die von Acura. Anders kann ich mir schlecht vorstellen. Jawoll. 34, 36. Da nochmal extra Cash, oder? Ja, Mann, schön nochmal 6.000. 5.000 auf die Hand, jawoll. So, verlassen.
Was ist eigentlich die Voraussetzung, damit wir hier weiterkommen? Okay, Dominanz haben wir. Das heißt, wir müssen nicht mehr dominieren, wir müssen nur noch zwei Events halt gewinnen, sozusagen. Okay. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr Interesse habt, wie es weitergeht, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Darüber würde ich mich sehr freuen und es würde mir auch ungemein weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und ciao!